Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fotophonie-Video, heute über Lichtkunstfotografie. Also bleibt dran! Heute wollen wir euch ein bisschen was zum Thema Lichtkunstfotografie erzählen. Wir sind hier auf dem Olympus Photography Playground, der Dieter Bethke und ich. Hallo. Und wir haben den Tag über hier gearbeitet und nutzen jetzt die Location noch ein bisschen, um einfach euch so ein paar Fototipps zum Thema LAP, also Light Art Performance Photography, zu geben. Eher so ein bisschen für Einsteiger, aber ich bin mir ziemlich sicher, die meisten von euch können mit den Tipps was anfangen. Die klassische Figur beim Thema LAP ist zum einen die Scheibe und zum anderen der Orb. Der Orb, ja, die Kugel. Ja. Genau, das sind so die beiden Klassiker, womit es mal angefangen hat, was viele dann nachgeahmt haben. Ja, und was viel zu sehen ist auch. Insofern würden wir diese beiden Dinge, denke ich mal, hier heute zeigen. Ja. Damit ihr einen Eindruck davon bekommt. Wie man die so macht. Genau. Und braucht ein paar Tools dazu, um es ein bisschen ordentlich zu machen. Ja, also im Prinzip, so meine Aussage dazu ist meistens, man braucht mindestens eine Lampe. Ja, so, und sonst wird es schwierig. Jetzt mal vielleicht einen Blick darauf werfen, was wir hier nur heute für so ein Einsteigervideo mitgebracht haben. Wir blenden euch das hier mal ein. Dann werdet ihr sehen, okay, es sammelt sich sehr schnell sehr viel mehr an als eine einzige Lampe, weil man einfach sozusagen sagt, okay, jetzt möchte ich das und dieses noch haben und ein anderes Licht und das soll blinken und dieses soll rot sein und das soll grün sein und das soll blau sein und das soll rot, grün, blau blinken und das muss heller sein und das muss dunkler sein und die soll reflektieren und das soll matt sein und das soll ein Lauflicht sein und was man alles brauchen kann. Also einem fallen viele Dinge ein, wenn man die ersten Performances gemacht hat und sieht, Achtung, jetzt könnte es weitergehen und jetzt könnte man vielleicht noch irgendwie was Schönes Neues machen. Ja, aber wir versuchen heute mal mit ganz einfachen Mitteln euch zu zeigen, was man so quasi auf die Schnelle zum Einstieg machen kann, damit ihr ein Gespür dafür bekommt, was geht und wie man es macht. Und dann, der Rest ist für Fortgeschrittene, dann machen wir ein anderes Video mal drüber. Ja. Okay, also heute geht es ums Thema Lichtkunstfotografie, LAP genannt, und das Thema Light Painting mit Lichtmalen. Es gibt eigentlich nur zwei wesentliche Dinge, die man machen muss, oder? Ja, also im ganz groben, damit man loslegen kann. Also das erste wäre mal, die Kamera darf sich während der Aufnahme nicht bewegen. Ja. Das heißt, die muss auf dem Stativ stehen. Jo. Der Verschluss muss möglichst lange offen gehalten werden. Dazu hat man an der Kamera den Bulb-Modus, also manuelle Belichtung und dann ganz lange Belichtungszeit und noch ein Weiterdrehen. Okay. Und das war es eigentlich schon, dann kann man einsteigen, ne? Ja gut, ein bisschen Licht bräuchten wir noch. Genau. Weil Lichtkunst, der Begriff kommt ja von Licht. Also, ne? Genau. Man braucht mindestens zwei Taschenlampen, würde ich sagen. Eine, mit der man den Raum oder die Szene, in der man steht, wenn man draußen die Lichtkunst macht, ausleuchten kann, weil ansonsten steht ihr mit eurer Performance in einem schwarzen Loch, das ist unschön. Und ihr braucht eine Lampe, mit der ihr die Performance ausführt, das ist meistens eine kleinere, die nicht ganz so mega hell ist. Und mit der macht man eben seine Performance vor der Kamera. Also die klassischen Figuren sind der Orb, also die Kugel, die ihr vielleicht schon mal gesehen habt, oder eine Scheibe, ein Rad. Und dann kann man eben so einen Vorsatz vor die Lampe machen und wenn man das dann sich rumdreht entsprechend, dann ergibt sich eine Scheibe. Genau. Und dann machen wir die anderen Lampen, also was in dieser Größe ist auch schon recht hell. Ich zeige das mal hier so ganz kurz in Richtung Kamera. Oder ihr nehmt gleich irgendwas, wenn ihr die ganze Landschaft ausleuchten wollt, was richtig Licht macht und leuchtet damit die Umgebung aus. Weil ansonsten ist es relativ witzlos. Das werdet ihr hier gleich sehr schöne zwei Figuren sehen, hier aus dem dunklen Raum, in dem wir stehen. Aber ihr habt halt wenig an Umgebung mit reinnehmen. Oder wir können wenig an Umgebung mit reinnehmen, weil das Einzige, was wir haben, ist ein bisschen blauer Teppich. Ja, viel Umgebung ist hier leider nicht heute. Gut, so, und ansonsten gibt es noch so ein paar andere kleine Hilfsmittel, wie zum Beispiel der Performance-Stick, an dem man die Lampen befestigen kann, damit man sie gezielt und stabil um sich herum bewegen kann, ohne dass sie immer auf den Kopf fallen. und das wollen wir euch mal so ein bisschen vorführen, was man da so nimmt und wie man das vorbereitet und mal den anderen Orb oder jetzt die Scheibe auch mal zeigen. Genau. Und wer viele weitere technische Details haben möchte und wissen will, wie muss ich meine Kamera genau einstellen, was muss ich noch beachten und was ist sinnvoll und wie geht's, wenn ich besser werden möchte, der bleibt einfach bis ganz ans Ende zum Video dran. Da erklären wir euch detailliert die technischen Details, wie ihr einfach dann noch bessere Performances machen könnt. Genau. Jetzt gibt es das Ganze erstmal für die Einsteiger. Ja, ran an die Tools. Jo. Ja, das Tackern ist hier, das gehört heute dazu.
Also Dieter hat ja eben schon gesagt, man braucht so ein bisschen was, eben eine Lampe, vielleicht noch was zum davor machen, um ein bisschen farbiges Licht zu bekommen und einen sogenannten Performance-Stick. Wir haben hier mal eine Version unseres Performance-Sticks dabei. Das ist einfach ein Alu-Vierkantrohr. Gut wäre es, wenn ihr euch die Mitte markieren würde. Das ist bei uns hier mit so einer Schraube gemacht. Und jetzt werden wir mal die Lampe daran befestigen mit einfach Streifen Gaffer-Tape. Genau. So. Am besten montierst du erst Rohr und Lampe zusammen. So, weil wir wollen, dass die Lampe gleich leuchtet und zwar farbig. Ja. In so ein farbiges Plastikrohr hinein. Das haben wir aus einem Kinderspielzeug ausgebaut. Genau, das ist der Rest von so einer Seifenblasenbehälter. Ja. So. So, jetzt halten wir das Ding da dran. Und zwar so. Und dann einfach mit Gaffertape ankleben. Das hat sich herausgestellt, das ist das Schnellste und Einfachste, wie man sowas machen kann. Ja, man könnte mit Sicherheit bestimmt auch irgendwelche Schraubklemmen oder irgendwas verwenden, aber ja, warum? Geht auch so. So, jetzt ist das Ganze festgeklebt. Jetzt ist es relativ wichtig, dass ihr das Ganze etwas auswuchtet, weil wenn jetzt auf einer Seite außen so ein schweres Gewicht wie diese Lampe ist, dann fällt der Stab natürlich zu der Seite runter und zur anderen Seite müsst ihr ihn hochheben, weil die Lampe relativ schwer ist. Also es wäre gut, ihr hättet zum Beispiel die identische Lampe nochmal, dann wäre das ganz okay. Ist bei dieser Lampe jetzt nicht weiter schlimm, weil das ist, die kostet 7,99 bei irgendeinem Discounter gekostet, da könnte man eine zweite von haben. Oder ihr macht auf der anderen Seite was anderes fest. Beispielsweise die alten Batterien könnt ihr daran kleben, die aus solchen Lampen beim Lightpainting eigentlich immer übrig bleiben und einfach auch mit einem Streifen Tape festmachen. So, wir nehmen jetzt aus Luxusproblemen eine weitere Lampe, die wir daran kleben. So. Genau. Und die Geräusche, die ihr so im Hintergrund hört, wundert euch nicht. Wir haben ja gesagt, wir sind hier beim Olympus Photography Playground und der ist noch nicht eröffnet, es wird aufgebaut. Also wir sind in der Nacht hier vor der Eröffnung. Das ist typischer Messebau. Da wird gearbeitet, bis die Tore geöffnet werden. Und wir benutzen das Gaffer-Tape in der Regel in Streifen. Das heißt, wir ziehen einfach längs mit der Rolle so Streifen runter. Dann braucht ihr nicht die ganze Rollenbreite verwenden. Und glaubt mir, das Zeug klebt dermaßen, dass ihr froh seid, wenn ihr nicht noch breiter geklebt habt. Denn ihr wollt ja irgendwann die Lampen von dem Stick wieder abhaben. Und das ist dann nicht so ganz trivial. So, jetzt würde Dieter den ganzen Stab mal einfach so ein bisschen halten. Und wir legen mal so die Lampe ein bisschen hier auf, um zu gucken, könnte das die Mitte sein? Zu austarieren? Noch mehr. Das war ganz gut. So, ich würde sagen so. Da kommt es nicht auf ein Gramm drauf an. Aber wenn ihr von Hand dreht, ist es schon schön, wenn es einigermaßen passt, weil es einfach sonst euch schwerfallen wird, die gleiche Geschwindigkeit beim Hochdrehen wie beim Runterdrehen zu halten. So. Hier haben wir auch nicht ein Schönheitssterben, einfach fest. Und ihr wisst ja, nach ganz fest kommt ganz lose. So, und wenn man den Stick jetzt also mit dem Balanciergewicht quasi vor sich hinhält, dann sollte er ungefähr in der Waage bleiben. So, das ist gut genug. Ja. Ist nicht perfekt, aber es reicht. So, und jetzt kann man ihn halt quasi mit geringem Aufwand schön gleichmäßig drehen. Jo. So, beim Orbdrehen kommen jetzt sozusagen so ein paar Kniffe hinzu, die auch allgemein bekannt sind. Die könnt ihr auch überall, wo es um das Thema Orbdrehen geht, im Zweifel nachlesen. Aber wir zeigen euch das hier trotzdem nochmal. Mal gucken, dass wir die Lampe mal auf kein SOS bringen. So, jetzt blinkt sie dauerhaft gleichmäßig. Ihr markiert euch im Prinzip eine Mitte. Ja? Also da, wo der Orb seinen Schnittpunkt bekommt. Man kann dazu eine Münze nehmen. Ja. Oder Bierdeckel. Klebeband, irgendwas. Und legt sich den einfach da auf den Boden, wo man sagt, da soll das Zentrum von dem Orb sein. Wenn ihr das nicht tut, sondern den Orb um euch selber dreht, ich mache das jetzt mal, Dieter, muss man einen kleinen Schritt zurückgehen, damit ich ihn nicht komplett mit der Stange verletze. Wenn ihr euch um euch selber dreht, dann wird der Orb oben offen sein. Also ihr trefft ja nicht immer wieder denselben Schnittpunkt, weder oben noch unten. Das heißt, ihr habt im Prinzip einen geöffneten Orb. Wir wollen aber einen geschlossenen machen. Das heißt, es geht darum, sich um diese Münze zu bewegen bei der Drehbewegung. Das heißt, ihr dreht die Stange und dreht euch um die Münze. So. Das ist schön, dass du den Zuschauern jetzt deinen Hintern zuschauen. Ja, es wird ja auch gleich wieder besser. Mhm. So, und geht möglichst gleichmäßig und mit möglichst gleichmäßiger Drehgeschwindigkeit um die Münze rum. Ihr seht die auch im Dunkeln relativ gut, weil das natürlich auch im Dunkeln oder auch dunklem Waldboden oder wo auch immer ihr das macht,
einen hellen Fleck bildet und ihr guckt nach unten. Beim nach unten gucken passt ihr ein bisschen auf, dass ihr nicht in den Drehkreis des Performance-Sticks gerät. Dieter, komm mal wieder rein hier ins Set. Weil das tut weh bei so einer Aluminiumstange. Ja, und ich würde sagen, jetzt machen wir das Ganze mal ohne Licht, oder? Wir führen das jetzt nochmal vor, wie das dann aussieht und was für ein Orb entsteht. Aber vorher vielleicht nochmal von dir der Tipp an die Zuschauer. Warum benutzen wir eine feste Stange und schleudern die Lampe nicht einfach an einem Seil durch die Gegend? Ja, ihr müsst euch vorstellen, so, wenn ihr das gleichmäßig dreht, also die Höhe hier mit dieser Hand relativ gleichmäßig haltet, dann bekommt ihr einen wenig eierigen Orb. Wenn ihr etwas schleudert an einem Band, einer Kette oder sowas, dann müsst ihr ja diese Kette auf Rotation halten. Das heißt, ihr könnt das nie aus einem kleinen Drehpunkt raus machen, sondern ihr müsst immer schleudern. Dann wird es immer irgendwann unrund und ihr bekommt immer eierige Schichten und sieht einfach nicht so richtig gut aus. Insofern, ich glaube, das kann man jetzt hier auch ganz offen sagen, ich glaube, der Jan Leonardo Wöllert, wir haben ja, machen ja auch Workshops mit ihm, hat mal so einen Stick erfunden. Ja. Das kann man so ganz offen sagen. Der hat auch erst geschleudert und hat gesagt, okay, warum schleudern, wenn man auch an einer Stange drehen kann. Und ja, das ist eine Bombenerfindung für alle Lepper, weil das einfach das Leben erleichtert. Es ist einfach eine viel kontrolliertere Bewegung, die man im wahrsten Sinne des Wortes im Griff hat. Und das Schöne ist, irgendwann will man ja mal aufhören mit der Performance, mit dem Schleudern. Und wenn man das zu einem unglücklichen Zeitpunkt macht, dann fällt einem die schwere Lampe auch schon auf den Kopf, was auch nicht schön ist. Und das passiert mit der Stange eben alles nicht, wo das festgeklebt ist. Ja. Jetzt Licht aus, Spot an. Los geht's. So, der Dieter hat jetzt hinter die Kamera gewechselt. Wir haben noch eine wichtige Sache nicht vergessen, aber müssen wir jetzt einmal nachreichen, damit die Performance wirklich losgehen kann. Ich muss ja irgendwie mit dieser Lampe in das Setup kommen. Also wenn ich hier den Orb drehen möchte, die Kugel, dann muss ich da ja hingehen. Wenn ich das mit angeschalteter Lampe mache, mache ich eine sogenannte Lichtspur. Das heißt, in dem Moment, wo ich in das Bild reinlaufe mit dem Stab und wo ich in das Bild rauslaufe, wird der Dieter die Öffnung des Objektives verdecken. Und zwar einfach mit so einem Stückchen schwarzen Pappe. Das gebe ich ihm jetzt mal und dann geht es wirklich los. Genau. Vielen Dank. Auch wenn man mich nicht sieht, ich bin noch da. Ja. Und der Frank hat mir dieses Stück schwarze Pappe gegeben. Und das nennen wir übrigens die Hand, weil man es wie eine Hand vor das Objektiv hält. Also wenn der Frank gleich Hand vor, Hand weg sagt, dann meint er dieses Stückchen Pappe. So, dann können wir insgesamt hier ein bisschen Licht ausmachen. Es ist nämlich verdammt viel Licht an hier, auch wenn ihr das kaum glauben könnt. Ja, jetzt wird es dunkel. So, die Kamera ist bereit, nehme ich an. Die Kamera läuft. Und die Hand ist vor. Ja, die Belichtung ist gestartet und das Objektiv ist abgedeckt mit der Hand. Okay, dann drehe ich mich hier ein kleines bisschen ein, gucke, dass ich unten möglichst gut die Münze treffe und irgendwann sage ich jetzt gleich Hand weg und merke mir die Stelle, weil ich möchte genau einmal rum. So, Hand weg. Hand ist weg. So, auf den Videokameras sieht man wenig Spektakuläres zurzeit. Da huscht ab und zu mal so ein blauer Lichtblitz durch. Aber auf der Fotokamera, da kann ich beobachten, wie sich da der Orb aufbaut und wie Frank auch ein sehr schönes Muster auf dem Boden zeichnet gleichzeitig. Das kann ich nur deswegen sehen, weil die Hand Kamera, vor. Die Hand ist vor, weil die Kamera, die wir zum Aufzeichnen der Fotos verwenden, eben mir im Live-Composite-Modus das Bild schon anzeigt. So, jetzt ist Frank mit der Performance fertig und verlässt die Szene gerade. Auf den Videokamera sieht man jetzt nur noch schwarz. Das ist total langweilig für den Zuschauer. Aber ich kann euch sagen, ich stoppe jetzt die Belichtung an der Fotokamera. Klack. Und wir können uns das Ergebnis jetzt in Ruhe zusammen angucken. Naja, in Ruhe. Sofern ich hier von Ruhe sprechen kann. Okay, habt ihr jetzt eben gesehen, bei dem Orb ist der Untergrund relativ stark schon von dem Orb beleuchtet worden. Jetzt zeigen wir euch noch mal eine Scheibe. Dazu haben wir hier eine weitere Lampe montiert, damit die Fläche der Scheibe, die wir jetzt gleich drehen, relativ geschlossen ist. Diese Lampe ist innen am Stab auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist nach wie vor die Lampe, die wir auch für den Orb verwendet haben, außen. Und da geht ihr im Prinzip so ähnlich wie bei dem Orb, nur ihr dreht euch nicht. Das heißt, ihr dreht auf einer Stelle im Kreis in Kamerarichtung. Und dann werdet ihr jetzt gleich sehen, wie das im Dunkeln aussieht. Und danach leuchten wir den blauen Teppich hier unten noch ein bisschen mit einer zusätzlichen Lampe aus, sodass ihr ein bisschen mehr Raumgefühl bekommt und die Scheibe nicht so ähnlich wie der Orb im schwarzen, leeren Raum steht. So, die Kamera läuft. Die Fotokamera nimmt auf und ich habe die Hand vorm Objektiv. Okay, dann Hand weg. Hand ist weg. Und ich mache die Hand wieder vor. Sehr gut.
So, jetzt haben wir also die Scheibe aufgenommen. Das ging ja ganz schnell. Wie viele Umdrehungen? Anderthalb, zwei, fast zwei. Zwei, sagen, ja. Ja, zwei Umdrehungen. Und jetzt seht ihr ja schon, dass quasi der Boden ein bisschen Licht abbekommen hat von der Scheibendrehung. Aber wir wollen euch den ganzen Boden zeigen. Also rennt Frank jetzt mit einer blinkenden Lampe rum und wird mir gleich das Kommando geben, dass ich hier nochmal die Hand wegnehmen soll. Nimm mal die Hand weg. So. Und jetzt versucht er eben zusätzliches Licht in den Raum zu bringen. Das hatten wir euch ja erklärt. Durch zusätzliches Licht von der zweiten Taschenlampe, das sogenannte kompositorische Licht, macht man jetzt die Szene, in unserem Fall hier den dunklen Raum, sichtbar, damit die Scheibe nicht so im luftleeren Schwarz hängt. So. Und der Trick dabei ist eben, sich permanent zu bewegen und nicht stehen zu bleiben, während man mit der Handlampe rumläuft. Deswegen sieht das im Video vielleicht ganz lustig aus, weil ihr seht ab und zu mal Franks Füße und ein bisschen Geblitze durchs Bild laufen. Aber das muss so sein, sonst wird der Boden nicht gleichmäßig und man würde seinen Körperschatten die ganze Zeit auf dem Foto an einer bestimmten Stelle stehen sehen, wenn er sich nicht bewegen würde. So, das sieht gut aus. Ich mache die Hand mal wieder vor. Ja. Jetzt wäre es ja toll, wenn wir noch ein bisschen so hinter der Scheibe den Raum mal zu sehen bekämen. Ja, das kannst du normal machen. Das war auf der Türseite einigermaßen, auf der Fensterseite sieht man gar nichts. Ja. Genau, ich würde sagen, das reicht, weil ich sehe schon die Steckdose aus. Ja. Alex darf Licht anmachen. Okay, hat ein bisschen Raum bekommen. Ja, ihr habt gesehen, wie man mit einfachen Mitteln die beiden klassischen Figuren Orb und Scheibe machen kann, dann den Raum noch ein bisschen ausleuchtet. Und ja, dann zeigen wir euch jetzt noch, beziehungsweise erklären euch noch ein bisschen so die technischen Details beim Aufbau der Kamera, was für Funktionen man so einstellen muss und so weiter, für die alle, die es noch interessiert. Und dann gucken wir mal, dass wir hier auch heute Abend mal so langsam rauskommen. Die wollen hier auch Feierabend machen gleich. Was ist technisch zu beachten? Möchtest du? Also zuerst mal sollten wir vielleicht kurz nochmal sagen, Light Art Performance Photography ist eine besondere Form der Langzeitbelichterei, findet meistens im Dunkeln statt und man macht selber mit aktivem Licht Figuren, sogenannte Performances, die dann eben durch die Kamera aufgezeichnet werden. So als Zusammenfassung. Korrekt. So, damit man was aufzuzeichnen hat, braucht man Licht in kontrollierbarer Form. Und eine Kamera, wäre ganz gut. Genau. Und für die Kamera ein Stativ, weil es eben klassische Langzeitbelichtung ist. Also dass die Kamera sollte während der Fotografie nicht bewegt werden. Mit ein paar Ausnahmen, die aber eher ein wirkliches fortgeschrittenes Thema sind. Würde ich auch sagen, ja. Genau. Ja, ansonsten ist es so, ihr müsst die Kamera in einen, den sogenannten Bulb-Modus versetzen. Das ist im Prinzip der Modus, wo die Kamera permanent den Verschluss offen hat. Das heißt, solange ihr den Auslöser drückt, in dem Fall besser einen Fernauslöser, also einen Kabelauslöser oder vielleicht habt ihr eine Kamera-App, wo das geht oder ähnliches, arretiert ihr im Prinzip den Verschluss, dass er dauerhaft geöffnet ist und im Prinzip alles an Licht einfängt, was da ist. Genau. Den Bulb-Modus findet man bei den meisten Kameras, indem man das Moduswahlrad auf M, die manuelle Belichtung, stellt und dann die Belichtungszeit auf den längstmöglichen Wert und einen weiter dreht. Bei vielen Kameras ist bei 30 Sekunden Schluss. Bei unseren, die wir hier verwenden, muss man bis 60 Sekunden drehen. Und dann, wenn man dann weiter dreht, dann kommt meistens der sogenannte Bulb-Modus. Oder auch bei den Olympus-Kameras das Live-Komposit. Korrekt. Grundsätzlich ist es dann eben so, dass solange der Verschluss offen ist, zeichnet er Licht auf. Wenn man in einem Raum steht, wie wir jetzt hier, ihr seht, das ist im Hintergrund relativ schwarz. Ihr seht unsere Schatten hier hinten an der Wand in schwarz. Das Ganze entsteht nur durch Videolicht. Das heißt, wenn wir gleich mit der Performance beginnen, wird es hier stockdunkel sein. Deswegen funktioniert das Ganze in Gebäuden nur, wenn es wirklich richtig dunkel ist. Ja. Und draußen eben nur, wenn es Nacht ist. Aber alles, was dann an Licht hinzukommt, im Rahmen dieser Aufnahme, also solange ihr den Verschluss im Bulb-Modus offen habt, wird aufgezeichnet und hat irgendeinen Einfluss auf das Bildergebnis. Ja, das kann alles Mögliche sein. Also man kann Landschaften ausleuchten oder auch Straßenverkehr aufnehmen und da trotzdem mit aktivem Licht noch reinschreiben, I love New York oder was auch immer mit einer Taschenlampe. Also es ist alles Mögliche, denkbar und auch erlaubt. Wir nutzen das hier, weil wir ein bisschen saubereren Ton haben als auf der Straße. Außerdem ist hier schön warm.
Und ja. Das ist halt so richtig schwarz. Mit dem sauberen Ton, das will ich jetzt heute nicht unterschreiben, weil draußen wird noch gebaut. Wir, aber die hören wir ja fast gar nicht. Wir sind ja hier in dem Raum, weil wir den eben heute auch hier quasi aufgebaut haben mit. Und das ist der Photography Playground Raum, in dem eben Langzeitbelichtungen vorgeführt werden. Und den nutzen wir heute und so kommt es überhaupt dazu. Um uns herum ist es halt schwarz. Und gleich wird es ganz schwarz, wenn wir das Licht ausmachen. Ja, dann ist es so, man wählt im Prinzip, wenn man dann in dem manuellen Modus und dem Bulb-Modus ist, eine Blende vor. Weil man ja irgendwie steuern muss, wie hell wird das Licht. Da kann man ganz klar sagen, sind Erfahrungswerte gefragt. Das hängt sehr stark davon ab, was habt ihr für eine Lampe. Also wenn ihr eine sehr helle Taschenlampe habt und jemand bestrafen wollt, ja. Ihr habt es gesehen. Ey, das wird sogar warm im Gesicht. Ja, wir können es auch mal einmal so in diese Richtung machen, nur damit man mal so ein Gefühl dafür bekommt. Oh. Dann braucht ihr sicherlich eine deutlich weiter geschlossene Blende, als wenn ihr nur eine Funzel habt. Ja? Das heißt, es hat was mit Erfahrung zu tun. Dazu macht man eine Testaufnahme, guckt sich das an und dann entscheidet man, ob man die Blende weiter öffnen muss, weil die Lichtspuren, die man gemalt hat oder das Objekt oder was auch immer man ins Bild gezaubert hat mit der Lampe oder dem Schriftzug, ob der hell genug ist oder ob er eben heller werden muss. Muss er heller werden, öffnet ihr die Blende, ist das Licht schon vollkommen überstrahlt und ausgebrannt, schließt ihr die Blende eben weiter, um weniger Licht reinzulassen. Das sind die Einstellmöglichkeiten im manuellen Modus, das sollte aber den meisten Fotografen auch bekannt sein. Ja. Überstrahlt bedeutet, wenn du zum Beispiel mit einer farbigen Taschenlampe eine Performance machst, also ein Licht entweder auf die Rückwand oder auf den Boden malst und du siehst die Farbe nicht mal mehr im Display, sondern es ist nur noch eine helle weiße Lichtquelle, dann ist die Blende definitiv zu weit offen, weil man will die Farbe erkennen von der farbigen Lichtquelle. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, mit einer farbigen Lichtquelle auch das auszuprobieren. Absolut. Weil eine weiße Taschenlampe ist immer weiß, da kann man ganz schlecht erkennen, ob die jetzt schon überstrahlt oder nicht. Absolut, absolut. So, zweiter Punkt ist natürlich bei der Blende, hat Frank schon gesagt, was damit zu tun ist. Zweiter Punkt ist die Empfindlichkeit der Kamera, also die ISO-Einstellung. Da raten wir immer dazu, dass man die niedrigstmögliche nimmt, die von der Kamera sogenannte native Empfindlichkeit. Ja. Erkennt ihr im Menü meistens daran, dass es die erste ISO-Einstellung ist mit einer ausgeschriebenen Zahl. Also nicht die Werte Low 1, Low 2 oder Special oder S oder wie auch immer das heißen mag. Nehmt die erste voll ausgeschriebene Zahl. Bei vielen Kameras ist das ISO 100, bei modernen Kameras ISO 200, also irgendwas in dem Bereich relativ weit unten. Damit geht's mal los, weil wir wollen eh lange belichten und dann sollte die Kamera zumindest ein technisch gutes Bild machen. Absolut. Ja, dann ist es eben so, dass ihr normalerweise bei so Langzeitbelichtungen, würden wir empfehlen, die Rauschunterdrückung für Langzeitbelichtung einstellt. Also habt ihr so ein antiquiertes Gerät, ich meine so eine Kamera, die entweder einen Spiegel hat oder aber aus anderen Häusern ist, wo auch kein Spiegel mehr verwendet wird, aber eben keine speziellen Funktionen für das Thema Lightpainting anbietet, dann solltet ihr in jedem Fall die Langzeitbelichtung die Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung einschalten. Dann macht die Kamera im Anschluss an die Belichtungszeit einen sogenannten Dark Frame. Das heißt, sie macht ein Foto mit geschlossenem Verschluss mit derselben Dauer, wie euer Foto für die Performance gedauert hat. Wenn eure Performance 30 Minuten gedauert hat, dann seht ihr, dass die Kamera rechnet anschließend. Meistens leuchtet hinten eine rote Leuchtdiode oder irgendwas und blinkt. Und sie macht ein zweites Bild, lässt den Verschluss geschlossen, macht ein Schwarzbild, ein sogenanntes, und zieht das hinterher in der Software voneinander ab, sodass das Bild rauschärmer wird. Wenn ihr so ein modernes System benutzt, wie wir es hier benutzen, dann gibt es spezielle Modi, die dafür geschaffen sind, um eben Langzeitbelichtung und insbesondere das Thema Lichtkunstfotografie zu unterstützen. Dann ist das auch nötig, einen Dark Frame zu machen, aber es funktioniert halt eben einfach ein bisschen anders. Wir können mal ganz kurz anders sagen, wir benutzen den Live Composite aus gutem Grund, weil die Kamera uns das anbietet. Ja, der Live Composite bietet uns zwei große Vorteile. Zum einen hat Frank ja jetzt schon gesagt, es muss ein Dark Frame gemacht werden, um das Rauschen hinterher ein bisschen auf der Langzeitbelichtung rauszurechnen. Das macht der Live Composite Modus bei den Olympus OMD Kameras, bevor die Aufnahme startet, und zwar auch nur relativ kurz. Und dann braucht es den hinterher nicht mehr zu machen und rechnet ihn dann, wenn man auf den Knopf gedrückt hat, um die Performance-Aufnahme zu beenden, ganz kurz raus. Das können eine Sekunde, zwei Sekunden, es kann auch 30 Sekunden sein, je nachdem, was man als sogenannte Basisbelichtung beim Live Composite eingestellt hat. Aber es ist auf jeden Fall keine 10 Minuten und keine 30 Minuten, wie bei anderen Kameras, mit denen wir auch schon mal gearbeitet haben. Der zweite Vorteil vom Live Composite ist, das sagt das Teil live daran, man kann live auf dem Monitor der Kamera hinten verfolgen, wie weit man mit seiner Performance schon gediehen ist, ob man vielleicht einen gravierenden Fehler gemacht hat und von vorne anfangen muss oder ob alles prima ist und man genauso weitermachen will. Ja, und der Live Composite ist sozusagen ein Modus, in dem ihr erstmal einen Frame schießt, eben den Dark Frame, und dann eine erste Aufnahme. In dieser ersten Aufnahme sammelt die Kamera alles an Licht ein, was überhaupt im gesamten
Umfeld vorhanden ist. Also alles, was sie sieht, wird auch aufgezeichnet. Wenn dieser erste Frame zu Ende ist, nimmt, macht die Kamera weitere Bilder und fügt der Grundbelichtung, also diesem ersten Frame, nur noch Stellen hinzu, wo Licht in der Aufnahme hinzugekommen ist. Das heißt, es ist eigentlich mal ein Modus gewesen, den hat Olympus erfunden für das Thema Autospuren in der Stadt. Genau. Das ist das klassische Beispielbild von Olympus oder die sogenannten Star Trails, also die Spuren, die Sterne machen aufgrund der Erdrotation. Aber viele Lightpainter benutzen das jetzt sehr gerne, aus dem einfachen Grund, weil ich permanente Kontrolle habe und eben auch, wenn ich merke, an einer Stelle fehlt mir noch ein bisschen Licht, ich noch ein bisschen was dazugeben kann im Nachgang, weil ich einfach sehe, okay, hier ist irgendwas nicht sauber ausgeleuchtet, dann solange kein Licht hinzukommt, kann die Kamera quasi bis zum Morgengrauen oder in so einem dunklen Raum die nächsten Wochen, bis der Akku leer ist, laufen. So lange dauert es nicht ganz, aber eben bis der Akku leer ist. Aber ich kann dann immer noch was hinzufügen und sagen, okay, jetzt möchte ich hier noch was mit reinmalen oder hier fehlt mir die Untergrundbeleuchtung oder da ist noch ein Fleck oder was auch immer. Das kann ich eben nachträglich steuern und das ist eigentlich sehr schön an dem Modus. Genau. So. Das sind eigentlich die Kameravoraussetzungen. Ja gut, scharf stellen muss man natürlich noch dahin, ja, wo die Hauptperformance stattfindet. Ja, das würden wir euch empfehlen, manuell zu tun. Ganz genau. Und zwar vorher, solange es noch hell ist. Oder zur Not macht man eben Licht und stellt jemanden hin an die Position, an der nachher der Performer steht und seine Performance macht. Und dann macht man das Licht aus und dann geht's los. Ja, beim Scharfstellen vielleicht noch so als Tipp, das gilt auch für die anderen Systeme, das ist nicht nur bei Olympus so. Normalerweise macht das viel Sinn im Live-View. Wir haben spiegellose Systemkameras, die sind immer im Live-View. Aber im Live-View, weil dann habt ihr die Möglichkeit, die Lupenfunktion zu benutzen, auf 5-fach oder sogar 10-fach Lupe zu gehen. Dann könnt ihr sehr dosiert und sehr gut auch erkennbar scharfstellen. Und das macht einfach viel Sinn. Ja, absolut. Ja, und dann muss man sich noch was ausdenken, was man so vor der Kamera für eine Figur, also was für eine Performance man aufführen möchte. Und braucht ein paar Tools dazu, um das ein bisschen ordentlich zu machen. Ja. So, jetzt seid ihr umfassend versorgt, denke ich, mit allem Einsteiger-Basiswissen und auch mit den technischen Details. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn wir uns auf einem Workshop sehen würden. Vielleicht, oder ich bin mir sehr sicher, ihr könnt noch viel mehr zum Thema Lab lernen und gleichzeitig das Gelernte auch mit uns gemeinsam umsetzen. Ja, ihr wisst, was jetzt zu tun ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihr den Daumen nach oben, abonniert die Fotofonie als Podcast oder hier auf YouTube. Und wir müssen jetzt hier raus, weil ihr hört es im Hintergrund schon, die Staubsauger dröhnen vor sich hin. Die Putzkolonne ist da. Der Olympus Photography Playground wird gleich eröffnet, vermute ich. Und wir müssen jetzt einfach gehen. Schluss ist, aber ihr habt jetzt die wichtigsten Sachen mitbekommen. Ihr wisst, wie Lichtkunstfotografie im Basisumfang geht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet hier wieder ein, wenn die Fotofonie euch was zu erzählen hat. Tschüss.